spürst du noch Wärme, das Kribbeln oder so? Nein. Ja, noch nicht. Ja, genau. Kennst dich aus, gell? Ja. Ja, du mal checken, wie viel hast du jetzt von 0 bis 10? 1. 1? Krass. Ja. Bist du auch Christ? Nein. Ja, okay, mach nochmal schnell. Das 1 muss weg in Jesu Namen. Jetzt! Weg da. Nochmal checken. Vielleicht jetzt. Ist gut? Ja. Komm mit. Okay, Halleluja. So ist Jesus. Ja. Ja, das ist die gute Nachricht hier. Vielleicht auch schon gesehen. Manchmal gibt es so Bänder von diesen Zeichen. Ist okay, wenn ich kurz erkläre, die Zeichen. Ist gut? Ja, meine Kollegin hat das. Also ich ehrlich, schon gesehen, Kollege? Ja. Das mega cool. Mega cool, ja. Genau, das Herz bedeutet Gott. Also noch nicht zu weit schauen da. Ist gut, einfach mal oben. Das Herz bedeutet, Gott liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat ja uns geschaffen, zum Beziehen mit ihm. Er hat dich wollen. Einverstanden soweit. Und dann hat es eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Darum haben wir all das Leiden auf dieser Welt. Weißt, Krieg und wir verletzen einander immer wieder. Manchmal sogar Missbrauch und so weiter. Warum ist das so? Warum sind wir so geworden? Weißt, Gott hat ja uns Menschen vollkommen gemacht. Er hat ja uns nicht so... Ja, er hat, wir sind als seine Ebenbilder geschaffen worden am Anfang. Warum sind wir nachher so geworden? Oder auch die Welt, die hat Gott nicht so geschaffen. Das war am Anfang das Paradies. Warum sind wir so geworden? Ja. Okay, no idea. Okay. Sünd. Sünd, ja, genau. Aber was heisst Sünd? Also, weißt du? Wieder Wort von Gott. Wie was? Wieder Wort von Gott. Also, gegen das Wort Gottes, okay, ja. Ja, genau. Ja, genau. Und Gott will, dass es uns gut geht. Oder? Darum habt ihr auch Regeln geschaffen. So wie ein Vater, der sagt, mein Kind, hey, sicher nicht am Tram spielen. Hey, das ist mega gefährlich. Oder? Du solche Grenzen setzen, damit es uns gut geht. Oder? Genau. Und so läuft das. Genau. Und ihr habt gesehen, am Anfang, Adam und Eva, kennst du die Geschichte, oder? Er hat sich eigentlich Satan unterworfen und seine Natur übernommen. Oder? Und Satan war ja Egoist von Anfang an. Und darum sind wir auch so geworden, weil wir ja von Adam abstammen. Oder? Genau mit dieser Natur von Satan können wir unmöglich Beziehungen mit Gott. Das ist nicht möglich. Also wir können nicht mit Sünde in den Himmel. Und dann würden wir an den gleichen Ort kommen wie Satan. Aber Gott will, dass kein Mensch in der Hölle landet. Er will, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit kann verbringen kann. Darum hat er die Rettung geschaffen. Genau. Und was hat er gemacht, um uns zu retten? Was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Sind so geschickt. Ja, sind so geschickt. Yes, yes, give me five. Yes, yes. Ja, schon gut. Ja. Hey, genau. Ja, und wie heisst er, sein Sohn? Jesus. Hey, preachy brother. Du musst du allen sagen, allen ja. Menschen erzählen um dich herum. Da wissen nicht alle, was du weißt. Yes, come on, du auch. Gell, du weißt es jetzt auch. Ist gut. Ja. Und es ist eigentlich klar, weißt du, Jesus hat alle Sünden von der Welt auf sich genommen. Gott hat eigentlich die ganze Menschheit mit sich versöhnt. Oder? Aber für eine Versöhnung braucht es immer zwei. Oder? Und jetzt ist es an jedem von uns, dass wir uns auch versöhnen mit Gott. Oder? Dass wir Jesus das Geschenk annehmen. Oder? Jesus ist eigentlich wie die Brücke. Du musst jetzt mal schauen, wie das aussieht. Da. Die ganze Welt geht zu Grund. Oder? Man sieht es jetzt schon, es wird immer schlimmer. Oder? Und Gott will, dass kein Mensch in der Hölle landet. Er will, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit verbringen kann. Und darum hat er eine Brücke geschaffen. Und was ist die Brücke? Du hast es gesagt. Jesus, genau. Sein Werk am Kreuz ist die Brücke eigentlich, oder? Und du gehst über die Brücke, indem du einfach Jesus einlatschst. Es gibt einen Bibelvers, so heisst, jeder, der Jesus aufnimmt, kommt Macht, über Gottes Kind zu werden. Weil Jesus ja für dich gezahlt hat, weißt? Das ist quasi wie ein Anwalt, weißt? Wo mit ihm zusammen gehst du gar nicht mehr durchs Gericht, weißt? Mit ihm. Er, weißt? Also, es gibt, Jesus hat selber gesagt, wer an Jesus glaubt, wird nicht mehr verurteilt. Aber wer nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an ihn glaubt. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Ja, genau. Okay, gib dir das mit, dann kannst du in aller Ruhe auf der Webseite schauen. Es geht nur darum, dass du einfach wie ein Kind das Geschenk von Jesus annimmst. Du sagst, ich glaube an Jesus, bist du mein Herr und mein Retter, du bist mein König. Ist gut. Ah ja, wir sind ja sicher individuell unterwegs. Oder? Wir sind Geschwisterdienst. Ja, aber jeder hat so seinen eigenen Computer im Zimmer, nehme ich an. Oder Laptop. Okay. Sie behalten sich gut, sie selber. Nein, weißt du, ich habe so viel. Ich habe mega viel. Aber easy, wie die wollen. Wir teilen es gerne. Okay. Super. Ja, einfach nicht verreissen, wenn sie teilen. Okay. Hey, in dem Fall, schön zusammen, gell? Merci vielmals, gell? Schön, tschüss, ciao.